Ja, liebe Wochener TV-Zuschauer, wir sind hier heute im Schlossgarten, der Frühling naht. Alles grün und alles blüht schon mal so ein bisschen durch die angenehmen Temperaturen, die wir zurzeit haben. Aber das ist nicht das Thema, was wir uns heute hier anschauen wollen, sondern wir wollen mal gucken, was hier heute passiert. Hier wird heute ein Eulennistkasten aufgehängt. Das gucken wir uns natürlich mal eben an. Und was diese ganze Sache auf sich hat, das wird uns Herr Menke mit Sicherheit gleich wohl eben beantworten können. Herr Menke, diese ganze Aktion mit dem Eulennistkasten, was hat das auf sich? Ja, wir hängen ja im Schlosspark schon seit längerem Nistkästen auf. Wir haben vor 2 Jahren 32 Kästen aufgehängt für Meisen, Kleiber und andere Höhlenbrüter. Und wir haben dieses Jahr eine Spende bekommen von den berufsbildenden Schulen. Die hatten einen Tag der offenen Tür veranstaltet, hatten dazu eine Tombola gemacht. Und den Erlös dieser Tombola haben sie auf 3 gemeinnützige Vereine aufgeteilt. Wir haben 270 Euro bekommen und haben das dann natürlich dem Ziel unseres Vereins entsprechend angelegt. Wir haben also normale Nistkästen gekauft für Meisen und ähnliche Vögel. Die werden im Jever aufgehangen. Und wir haben hier den Eulennistkasten, weil wir den in den Schlosspark bringen wollten. Denn hier hat es vor Jahren immer Waldkauze gegeben. Also der Waldkauz hat hier lange, lange Zeit gebrütet. 2009 das letzte Mal, danach ist er da verschwunden. Wir vermuten, dass das damit zu tun hat, dass einige Bäume die Höhlen entsprechend aufgewiesen haben. Der brütet ja in Höhlen, dass diese Bäume umgefallen sind. Wir haben ja ein paar Bäume hier verloren im Schlosspark, das ist der Lauf der Dinge. Und deswegen machen wir jetzt dem Kauz sozusagen dieses Angebot. Wir hängen einen Kasten auf und hoffen, dass sich dann vielleicht wieder eine Neubesiedlung ergibt. Wie verhält sich Kauz und Krähe? Die haben miteinander überhaupt keine Probleme. Der Kauz tut den Krähen nichts und die Krähen tun dem Kauz nichts. Die Krähen sind ja sowieso ganz harmlos hier. Die sind ja überhaupt nicht in der mörderischen Rolle, die ihnen in der Bevölkerung gelegentlich zugeschrieben wird. Also die Saatkrähen bringen keine anderen Vögel um, um sich von ihnen zu ernähren. Oder Jungvögel, die haben eine völlig andere Ernährungsweise. Die Brutzeit des Waldkauzes dauert ungefähr wie lange? Die ist im frühen Frühjahr, beginnt das. Wie lange die das genau ist, Susanne, weißt du das? 28 Tage, schätze ich mal, so um den Dreh rum, also 4 Wochen knapp. Und dann werden die Jungen anschließend gefüttert. Die Jungen bei den Eulen, die fliegen schon aus ihren Brutbereichen, also hier aus der Höhle dann, wenn sie sich da einstellen, relativ früh raus und bleiben dann, wenn sie auch noch gar nicht richtig fliegen können, in den umliegenden Ästen sitzen. Das sind dann die sogenannten Ästlinge und werden von den Eltern weitergefüttert. Also Sinn und Zweck ist es quasi, den Waldkauz oder den Kauz wieder ansässig zu machen hier im Das ist eine der Eulenarten, wir haben ja mehrere Eulenarten. Die häufigste Eulenart ist die Waldohreule. Die Waldohreule brütet nicht in Höhlen, baut selbst aber gar kein Nest. Die übernimmt Nester von Krähen. Das ist, insofern sind die Krähen sogar als Nestbereiter für Eulen auch manchmal sehr vorteilhaft und sehr gewünscht. Die Waldkauz ist bei uns die häufigste Eule. Dann haben wir außerdem noch die Schleiereule. Das ist ja die traditionell in Kirchtürmen, auf Bauernhöfen, ja, in Scheunen und so weiter brütende Eule. Auch die hat nicht mehr genug natürliche Nistplätze. Deswegen bieten wir da ja auch etwas an. In alten Trafostationen, die nicht mehr gebraucht werden, haben wir Schleiereulenkästen angebracht, die wir betreuen. Und der Waldkauz ist ein Höhlenbrüter, der normalerweise eben in Baumhöhlen brütet. Und die gibt es in unserer aufgeräumten Landschaft ja immer weniger. Ein Baum, der so ein bisschen anfängt, morsch zu werden, wird gefällt. Und von daher diese Unterstützung. Das Projekt bleibt also unter ständiger Beobachtung? Ja, deswegen ist ja Frau Dr. Hommer hier. Also wir haben ja 2 wissenschaftliche Mitarbeiter, die mit der wissenschaftlichen Vogelberingung zu tun haben, das als sehr ernstzunehmende Betätigung machen. Und das Schöne ist ja, dass wir hier nicht einfach nur etwas für den Vogelschutz tun, dazu hängen die Kästen ja seit 2 Jahren, sondern dass hier auch was für die Untersuchung von kleinräumigen Verteilungsmustern gemacht wird. Also Frau Hommer kann das vielleicht gleich selbst besser erzählen. Die haben neulich noch untersucht, wie weit Vögel hier auch in den Kästen jetzt außerhalb der Brutzeit übernachten. Ja. Das heißt, das Ganze wird begleitet mit einem Beringungsprogramm. Dann können wir eben feststellen, kommen die Vögel in dieselben Höhlen wieder? Kommen sie überhaupt wieder oder verteilen sich? Also da sind interessante Fragestellungen so im kleinräumigen Bereich. Also da wäre Frau Hommer die ideale Ansprechpartnerin. Ja, wunderbar. Dann wünschen wir dem Projekt viel Glück und dass das wieder klappt, den Kauz hier wieder ansetzt. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Wir machen wissenschaftliche Untersuchungen an diesen Vögeln, die da brüten. Wir beringen die, markieren sie also mit Vogelringen, untersuchen, inwieweit die sich verbreiten, Aufenthaltsräume, Nistorttreue, Nachwuchs.
Wir hatten jetzt in den letzten beiden Jahren sehr unterschiedliche Bruterfolge. Das hängt natürlich ganz stark mit dem Wetter zusammen. 2013 gab es ganz wenige erfolgreiche Bruten. Ja, und wir untersuchen das eben. Wunderbar. Thomas Werner, wirst du gleich hochgehen? Ja, genau, der wird gleich hochgehen. Und wir selber haben ja hier auch schon schöne Geschichten mit Käuzchen gehabt. Leider haben wir in den letzten Jahren ja keins mehr gehabt. Vielleicht, Thomas, kannst du das nochmal erzählen, wie das fand ich auch so rührend. Das hatte damals die Presse auch begleitet von uns 2009. Ja, vielleicht schilderst du das ja, mal eben. Wir haben 2009 einmal hier im Park einen jungen Waldkauz gefunden. Und mit Absprache mit Herrn Menke habe ich den dann zu Hause auf großgezogen. Ne, mit Mäusen gefüttert und Flugübungen auf dem Dachboden gemacht. Und dann haben wir den irgendwann dann im Stadtpark Wilhelmshaven fliegen lassen. Und als er dann lernen sollte, selbst was zu fangen, hat er sich Mäuse besorgt und hat die auf dem Boden dann eben laufen lassen. Und die Eulen mussten dann versuchen, die zu fangen. Und das hat dann hinterher geklappt. Die wurden ganz pfiffig. Ne? Ja, also das war anfangs war es mit einigen Schwierigkeiten verbunden, weil ich den Kauz früher im Käfig immer in so einer Schale gefüttert habe. Und als ich das erste Mal eine lebendige Maus in den Käfig gesetzt habe, es hört sich zwar ein bisschen brutal jetzt an, aber es muss ja an lebendige Tiere gewöhnt werden, da wusste der Kauz zuerst überhaupt nicht, wie er diese Maus packen sollte. Ist dann also hingetapert, hat versucht, die zu picken und die Maus ist natürlich weggerannt. Und dann irgendwann hat er es dann geschafft, auf die Maus zu springen und hat sie dann ja, gefressen. So, der Schlossgärtner geht dann hier die Leiter hoch und kommt jetzt quasi zur Vollendung und wird dann den Eulen-Nistkasten für den Waldkauz dann oben aufhängen. Dann kann der Höhlenbrüter in der Hoffnung, dass er dann kommt, dort dann seine Eier ablegen und dann warten wir mal auf den Erfolg, den uns dieser Nistkasten dann bringen soll. Der Frühling naht, alles grün und alles blüht schon.